Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video-Tutorial Korrespondenz. Wir fangen erstmal an mit den Straßennamen. Straßennamen schreibt man auf drei verschiedene Art und Weisen. Einmal zusammen, getrennt und mit Bindestrichen. Straßennamen bestehen immer aus zwei Teilen. Einmal aus dem Bestimmungswort und dem Grundwort. Das Bestimmungswort bestimmt das Grundwort näher, also um welche Straße es sich handelt. Und das Grundwort ist dann Straße, Platz, Gasse, Allee, Weg. Schauen wir mal ein Beispiel an mit der Zusammenschreibung. Wir haben hier einmal das Bestimmungswort als Substantiv, also Nelken und Burg. Was ist das für ein Weg? Was ist das für eine Gasse? Es ist der Nelkenweg und die Burggasse. Oder es ist ein ungebeugtes Adjektiv, also nicht hohe, sondern hoch. Und dann hätten wir hier die Hochstraße. Die nächste Möglichkeit ist, den Straßennamen getrennt zu schreiben. Wir haben eher die erste Möglichkeit als gebeugtes Adjektiv. Jetzt haben wir nicht mehr hoch oder weit, sondern weite, hoher, kleiner. Das schreibt man alles getrennt. Oder wenn das Bestimmungswort eine Ableitung von einem Orts- und Ländername ist, der auf er oder isch endet, also Frankfurter Ring, Landsberger Straße, oder einfach, wenn es weitere Wörter das Bestimmungswort näher erläutern. Als letzte Möglichkeit haben wir die Schreibung mit Bindestrichen. Wenn das Bestimmungswort ein mehrteiliger Personenname ist, oder wenn es aus einer Verbindung von Titel und Personenname ist, wie zum Beispiel Doktor oder Bürgermeister. Ansonsten Friedrich Schiller, zwei Namensteile mit Bindestrichen.